Juckend sagt mein Daumen mir, etwas Böses naht sich hier. Nur herein, wer auch immer es mag sein. Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörspielfans, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein neues Hörspiel von Wolfie Office bzw. von Kim Jens Witzenleiter mitgebracht, das am Freitag, den 9.6. in den Handel kommt. Zwar nur digital, aber das macht nichts. Ja, dann braucht ihr halt auch nicht drauf warten, dass die Post euch das zustellt. Ihr müsst nichts auspacken, ihr müsst nicht die CD in... Nein, jetzt ohne Scheiß, es wäre echt viel cooler, eine CD in der Hand zu haben. Aber es lohnt sich halt nicht immer und in dem Fall könnte es sogar sein, dass die mit einer reinen Digitalauswertung besser fahren. Leider nimmt das ja immer mehr Überhand. Die meisten Leute sind froh, wenn sie es sofort hören können. Selbst ich muss sagen, ich habe zwar gerne die CD, aber ich lese die dann normalerweise auch am PC ein und ziehe sie mir auf meinen MP3-Spieler und höre die dann unterwegs. Oder ganz selten, dass ich sie mal im Auto höre. Dann, klar, dann brauche ich eine CD, aber... Ganz ehrlich gesagt, also ich habe die CD zwar gern da stehen, aber hören tue ich meistens digital. Ja, Schande über mich. So, Kim Jens Witzenleiter, wir kennen ihn. Ich habe schon einige Hörspiele von ihm vorgestellt. Ich glaube alle. Ich glaube wirklich, ich habe alle Hörspiele von ihm vorgestellt. Und hier kommt jetzt halt das Neue. Nachdem sich Wolfie Office in der letzten Zeit ja mit etwas, ich sag mal, sperrigen, komplizierten, hochtrabenden und auch, ja... intellektuellen Titeln, wie zum Beispiel Wolfie das Hörspiel oder auch die Medienhuren im Vampirhotel, das war schon etwas länger her, oder halt die Man in Green, also mit so sperrigen und hochintellektuellen Themen ein bisschen abgemaikäfert hat, hat er sich jetzt mal dazu entschlossen, etwas Leichtes, Beschwingliches zum mal eben Weghören aufzunehmen, und zwar William Shakespeares Macbeth. Ja, Shakespeare. Stimmt, ist ja das Deppengeschwätz, wo ich nach 10 Minuten weggeschalten habe. Dein Vater, unser König, ist ermordet worden. Die Schicksalsschwestern Hand in Hand. Du wagst es, das Höchste zu wollen, aber erträgst es, dabei schwach und feige zu sein? Messt euren Schmerz nicht ab nach seinem Wert, sonst wäre er grenzenlos. Dem Schicksal soll er trotzen, kühn, dem Tode blind entgegenfliehen. Wie ist dein Name? Macbeth. So, das war jetzt der Trailer. Hätte ich auch ankündigen können, aber naja, okay. Jetzt habt ihr ungefähr einen Eindruck von diesem Hörspiel bekommen. Das Hörspiel selber dauert rund 90 Minuten und ihr könnt euch schon denken, okay, in 90 Minuten kriege ich doch dieses ganze Stück nicht abgehandelt. Ist soweit korrekt, es ist ein klitzekleines bisschen, also es wurde hier und da ein bisschen was angepasst, aber es wurde weitestgehend original behalten. So, zunächst einmal, um was geht es? Es soll ja Leute geben, die mit Shakespeare oder auch mit Macbeth nicht so wahnsinnig vertraut sind. Also Macbeth ist ein schottischer Heerführer, der von drei Hexen quasi vorhergesagt bekommt, dass er der nächste König Schottlands sein wird. Zunächst glaubt er das nicht ganz, es sind noch ein paar andere Weissagungen dabei, die sich dann aber recht schnell erfüllen. Und so drängt ihn seine Frau Lady Macbeth dazu, der ganzen Sache ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Also wird der König von Schottland, ein dessen Vasall Macbeth ist, mal eben um die Ecke gebracht. So, und dadurch entsteht natürlich ein Machtvakuum, das Macbeth sofort ausfüllt. Jetzt ist es allerdings so, dass Macbeth eigentlich nicht der Thronfolger wäre. Nein, es gibt noch andere Thronfolger, die müssen auch ausgeschaltet werden. Das machen Macbeth und Lady Macbeth mit ziemlich hinterhältigen Plänen. Ein Ränkespiel der übelsten Art. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Vergnügen, so etwas zu hören. Ich kenne jetzt einige Verfilmungen von Macbeth, habe das auch mal irgendwann gelesen, ist aber schon ewig her. Ich habe auch dieses gleiche dicke weiße Buch, das die
dass die damals beim Big Brother, beim allerersten Big Brother mit dabei hatten. Das habe ich auch und da habe ich das gelesen. Aber das ist, wie gesagt, das ist auch 20 Jahre her und ich habe es damals auch nicht wirklich verstanden. Ich konnte mich da nicht so richtig reinfühlen. Dann gibt es natürlich zahlreiche Verfilmungen, unter anderem jetzt eine mit Michael Fassbender, die ist relativ aktuell, wobei relativ aktuell ist sie nicht. Also ganz aktuell ist die mit wie heißt er? Es ist auf jeden Fall schwarz-weiß und der gesamte Cast ist auch schwarz. Der König ist Denzel Washington spielt Macbeth. Das Ganze ist von den Coen-Brüdern aufgezogen worden für Apple TV. Das habe ich nicht gesehen, weil Apple TV habe ich nicht. Ich habe Netflix, ich habe Disney, das reicht und Prime Video und mehr braucht man eigentlich. Finde ich also gut, ich würde das schon gern sehen. Und Becky sagt auch, boah, ich will das sehen, ich will Macbeth hier auf Apple TV sehen, das sieht so toll aus. Ja, sieht es, aber gut. Ja, also gesehen, zuletzt habe ich die Version von oder mit Michael Fassbender und da muss ich sagen, schön und bildgewaltig, keine Frage, aber die Story kam mir da nicht so richtig durch. Anders sieht das hier bei Kim Jens Witzenleiters Hörspiel aus. Da kommt das nämlich richtig gut zum Tragen und ich habe zuerst gedacht, okay, kann das überhaupt funktionieren? Das ist ja ein Theaterstück und das Ganze ohne die Bilder, aber ja, es funktioniert. Es funktioniert ganz fantastisch. Man hat quasi die Dialoge und was anderes hat Shakespeare ja auch nicht aufgeschrieben. Er hat halt Dialoge aufgeschrieben und die werden hier vorgelesen oder vorgetragen, nicht vorgelesen. Sie werden vorgetragen von einem begabten und vor allen Dingen sehr engagierten Sprechercast, was schwierig ist, denn die Dialoge sind im Original gehalten. Heißt also, wir haben jetzt natürlich nicht Englisch, sondern wir haben die deutsche Übersetzung von Friedrich Schiller. Das ist jetzt auch nicht gerade was gestern geschrieben wurde. Das heißt, das Ganze ist sehr literarisch, es ist sehr hochtrabend, es ist sehr altmodisch und ich muss sagen, es ist fantastisch. Es ist ein Hochgenuss, sich dieses Hörspiel anzuhören, in dieser alten, hohen, edlen Sprache. Das Ganze wirkt direkt viel wertiger, es wirkt nicht, ich will nicht sagen intellektuell, das klingt auch wieder so hochgestochen, aber das trifft's eigentlich ziemlich genau. Es klingt eben wie etwas, wo man hinterher das Gefühl hat, man hat was gelernt, man hat ein Stück Weltliteratur quasi gehört. Die Sprecher unterscheiden sich auch sehr gut, man kann die sehr gut auseinanderhalten. Das Problem hatte ich bei dem Film. Ich wusste da gar nicht, wer ist denn da eigentlich wer und man kommt da auch gar nicht richtig rein. Das macht das Hörspiel schon mal besser. So, dann haben wir natürlich auch noch einen Erzähler, wobei der Erzähler sich auch sehr in Grenzen hält. Er liest halt vor, wo sich gerade was zuträgt, also wann wir uns wo befinden, also hier Macbeth Schloss, am Abend und solche Sachen halt, also quasi so eine Art Regieanweisung. Das, was man sonst unten eingeblendet hätte, das spricht der Erzähler. Oder das, was man halt nicht sehen kann. Ja, wenn da ganze Reitertruppen reiten auf. Also wenn die aufs Feld reiten, also das, ihr wisst doch, was ich meine. So, und das Ganze ist dann auch mit einer tollen Musik unterlegt. Wobei, jetzt haben wir hier auch so ein klitzekleines, wo ich auch gesagt habe, was ist denn da jetzt los? Die Hexen, also es sind ja diese drei Hexen oder die drei Weird Sisters oder die Schicksalsschwestern oder wie immer man sie auch nennen möchte, die werden unterlegt mit einer rockigen E-Gitarrenmusik, wo ich gesagt habe, das ist jetzt aber ein merkwürdiger Anachronismus, muss das sein, aber doch, passt perfekt. Und ich habe das auch Becky vorgespielt. Und ich sage, hier, hör mal, Macbeth, Shakespeare, ja? Und sie meint, was machen denn die E-Gitarren da? Wieso sind da E-Gitarren? Sag ich, ah, das ist von Wolfie Office. Sagt sie, ah, dann passt es. Und ja, es passt wie Arsch auf einmal, könnte man sagen. Es ist ganz toll. Es ist wirklich ganz toll. Und diese rockigen E-Gitarren, die sind eigentlich auch nur, wenn die Hexen auftreten. Und da passen sie ja dazu. So, wir haben ein paar sehr, sehr tolle Sprecher, die mir jetzt leider entfallen sind. Ich wollte mir ein paar Notizen gemacht haben, aber ich dachte, es steht sowieso alles unten. Und bevor ich Namen falsch ausspreche, lasse ich lieber ganz sein. Also die Sprecher stehen unten, wir haben ein paar tolle Sprecher. Was mir ein bisschen merkwürdig vorkam, das war Sandra Schwitter, das ist die deutsche Synchronstimme zum Beispiel von Bart Simpson, aber eben nicht nur, die hat auch viele, viele andere Rollen, Mila Jovovich zum Beispiel spricht sie auch. Die spricht quasi die
Nicht die Oberhexe, die Hexen, ich weiß gar nicht, was sie ist. Also sie ist, also wir haben die drei Hexen und deren Meisterin quasi. Ihr seht schon, ich bin richtig vorbereitet. Ich bin richtig toll drin, ne? Ja, also die wird von Sandra Schwittau gesprochen und da muss ich sagen, das klingt so ein bisschen, was macht denn Bart Simpson da? Ja, sie spricht, wie gesagt, auch andere und man hört auch andere, aber ich hatte halt die ganze Zeit im Hinterkopf Bart Simpson. Aber das ist jetzt mein Empfinden. Und ich befürchte, ich habe euch das jetzt gerade damit auch ein bisschen so reingedrückt. Wenn ihr das jetzt hört, denkt ihr auch Bart Simpson. Aber egal. Ansonsten haben wir wirklich ganz tolle Sprecher. Die Sprecherin der Lady Macbeth, die fand ich für die Rolle jetzt... wenn ich jetzt sage, die klang zu alt, dann ist das... Nein. Sie klingt nur so ein bisschen... Sie klingt halt etwas zu... Ich will nicht sagen zu alt. Ich weiß auch gar nicht, wie alt die Sprecherin ist oder wie alt Lady Macbeth war. Aber sie klingt halt im Verhältnis zu dem restlichen Sprechercast ein bisschen gehobener, erhabener. Also hat mir persönlich, hätte man vielleicht, sie klingt zu, nicht wie ein Fremdkörper. Ich range jetzt um jedes Wort. Ich will jetzt ja auch nicht irgendwie was Böses sagen, weil sie war wirklich gut. Aber sie hat mir da in dieser Rolle nicht so 100% getaugt. Sie hätte diese Rolle durchaus mit einem anderen Cast sprechen können und dann wäre es super gewesen. Aber in diesem Cast passt sie in dieser Rolle meiner Meinung nach nicht 100%ig rein. So, und dann hätte ich noch eine klitzekleine Anmerkung. Einen einzigen Punkt, der mir wirklich, ich will nicht sagen negativ aufgefallen ist, aber der mich so ein klitzekleines bisschen, wo ich gesagt habe, da hätte man ein bisschen mehr Feinschliff reinmachen können. Und das sind die Schlachtszenen. Jetzt gibt's da nicht so wahnsinnig viele Schlachtszenen. Wir haben eine am Anfang, wir haben mittendrin ein bisschen Geplänkel, könnte man sagen. Und am Schluss natürlich die große Schlachtszene, wo die beiden Heere aufeinandertreffen. Und das klingt halt, als wenn sich da so 10 Manneken zusammengefasst hätten. So, jetzt gehen wir da mal auf das Schloss und dann hauen wir dir mal die Rübe runter. Und dann haben wir oben auf dem Schloss Macbeth mit seinen Gefolgsleuten. Ey, da unten, da sind ein paar Leute mit Zweigen im Haar. Denen zeigen wir jetzt aber mal, wo der Bartel den Most herholt. Ne? Und dann gehen die halt aufeinander los. Und es klingt halt, als wenn sich da so 5, 6 Leute mit Knüppeln und mit Schwertern, die aber nicht richtig zuhauen, sondern nur so ein bisschen. Also da hätte ruhig ein bisschen brachialer reingeschlagen werden können, aber abgesehen davon, und es ist ja auch keine, das ist ja halt, ja, vielleicht waren es ja auch nur 10 Leute hier und 12 Leute da, ich war ja nicht dabei und ihr auch nicht, so, von daher alles nicht so dramatisch, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Wumms gewünscht. Ansonsten ein tolles Hörspiel und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht und wenn ihr jetzt sagt, hey, jetzt will ich das auch hören, ich will nicht bis Freitag warten, kleiner Tipp, es ist bereits jetzt bei Wolfie auf der Homepage, die ich euch unten verlinkt habe, erhältlich. Also ihr könnt es jetzt schon hören, wenn ihr zu Wolfie auf die Homepage geht. Wenn ihr jetzt über Audible oder Pop oder wie die ganzen Anbieter heißen, das Hörspiel beziehen möchtet, dann müsst ihr noch bis Freitag warten. Ansonsten unten bei Wolfie direkt. Ja, und dann könnt ihr sofort jetzt direkt im Anschluss in dieses Video, könnt ihr euch Macbeth reinziehen von William Shakespeare und von Kim Jens Witzenleiter von Wolfie Office. Tolles Hörspiel, hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe sehr, dass Wolfie da noch ein bisschen mehr nachlegt. Zum Beispiel, was weiß ich, ein Sommernachtstraum bietet sich doch an, ist doch ein ganz tolles Hörspiel, passt auch gut ins Portfolio von Wolfie Office. Oder mein persönliches Lieblingsstück, Viel Lärm um nichts, finde ich großartig. Oder wollen wir uns mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, wie wär's denn mit Hamlet? Oder Richard der Fünfte. War es der Fünfte? Der Vierte? Ich habe die ersten drei auch nicht gesehen. Aber, ne? Oder Cäsar und Kleopatra. Oder Antonius und, oh, es gibt so viel. Oh, Shakespeare. Toll. Oder der Sturm. Ich komme ins Schwärmen. Auf jeden Fall, da ist noch viel Potenzial. Wolfie, hol's raus. Und das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen Lust auf Macbeth machen. Und wenn das so ist, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Schreibt sowieso unten in die Kommentare, alleine, dass ihr hier wart oder wie euch das Video gefallen hat oder was ich machen soll, also was ihr von mir sehen wollt oder was ihr nicht von mir sehen wollt. Schreibt alles unten in die Kommentare und wenn es nur ein Gruß ist, ich freue mich über jeden Kommentar und beantworte auch jeden Kommentar. Und wenn ihr schon da unten seid, ihr wisst ja, wie das läuft, Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt geil. Euer Michael Speyer. Shakespeare.
Macbeth, Macbeth, Lady